der Zug kommt. Setzen Sie das Signal auf Halt. In Ordnung. Gebt ihnen Seitendeckung. Ihr geht darüber. Kommt. Mit dir los? Das Signal geht nicht. Ich habe den Auftrag, es zu überprüfen. Die Generäle befinden sich im letzten Wagen. Lassen Sie sie frei. Sind Sie verletzt? Ach, nichts von Bedeutung. Lassen Sie mal sehen. Es ist weiter nichts. Es geht schon. Zeigen Sie her. Sie sind frei, meine Herren.
So viel Unpünktlichkeit bin ich von deutschen Generälen nicht gewohnt. Wer weiß. Vielleicht hatte der Zug einen unerwarteten Aufenthalt. Es sind lauter qualifizierte Generäle. Wer kann das wissen? Wir können uns doch nicht leisten, sie auch noch zu verlieren. Ich beginne zu verstehen. Jetzt bleibt nur noch der Feldmarschall selbst. Sie sollten ihm einen Besuch abstatten. Es könnte ihm sehr helfen. Sie wissen genau, dass ich dazu nicht berechtigt bin. Ich brauche dazu die Erlaubnis des Führerhauptquartiers. Sie könnten in einer Stunde in Herling sein. Es würde Ihnen doch bekannt sein, wo Marschall Rommel zu Hause ist. Worauf warten Sie denn noch? Wenn Sie es verantworten. Ja, Verantwortung. Das ist es, worum es jetzt geht. Das müssen Sie allein mit Ihrem Gewissen abmachen. Sind Sie wahnsinnig geworden, Tuninga? Sie sollten die Generäle befreien und nicht umlegen. Warum haben Sie das getan? Er war ein Verräter. Diese Behauptung werden Sie beweisen müssen. Er gehörte zum Generalstab. Er war ein Verräter. Er hat General Kluge auf dem Gewissen. Und all die anderen hier. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir eine Erklärung für die Vorkommnisse geben würden. Nein, das kann ich nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass Ihre Hinrichtung nicht stattfinden darf und dass Sie sich zu den amerikanischen Linien durchschlagen sollen. Nein, wir sind keine Deserteure. Wir sind nur gegen Hitler. Ganz wie Sie wollen. Dann kann ich Ihnen auch nicht mehr helfen. Wir haben noch einen anderen Auftrag zu erfüllen. Also gut, wir vertrauen Ihnen. Mehr als sterben können wir ja schließlich nicht. Richtig. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Da muss jemand das Signal auf freie Fahrt gestellt haben. Gehen wir. Wo ist denn Tuninga? Wenn alles geklappt hat, ist er jetzt auf dem Weg zu Rommel. Dann haben wir also Verbündete in Deutschland. Ich vermute, dass selbst ein hoher SS-General zum Kreis des 20. Juli gehört. Bravo. Jetzt heißt es aber verschwinden. Endlich. Halt! Stopp den Zug! Alle springen! Halt!